So, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, der Diebesgilde Episode 38 der Diebesgilde in der Sitzung X2 von der 1565. Folge, aufgenommen am 22.10. Uff. So viele Meta-Informationen, mit denen nie irgendjemand was anfangen kann. Kann man alles nachlesen, steht unten in der Beschreibung drin, von jeder einzelnen Folge. Zumindest die letzten 900 oder so, wo ich das dann tatsächlich gemacht habe. So, also sie reden gar nicht, weil ich schon drin war hier im Raum, ne? Für eine Diebesgilde ist das ein mickriger Schatzhort. Ihr solltet etwas stehlen, um ihn aufzupeppen. Okay, das Outfit würde ich mich ja auch nicht trauen anzuziehen. Das sieht schon sehr nötig aus. So gut, die Person hat auch hautig aus wie Stein, aber trotzdem. Das soll Fell sein? Das sieht nicht sehr fällig aus. Ach, guck mal, das ist er schon wieder, Mensch. Silberkralle ist so schreckhaft wie eine Katze eben. Auf heißem Sand. Mit einem Knoten im Schwanz. Er weiß etwas und er will es euch unbedingt verraten. Aber nicht dir? Sind die anderen irgendwo noch hier von der Bande? Das ist gerade Quen steht ja immer gerne irgendwo in der Dunkelheit, ne? Hä, hey, das sieht aus wie das gleiche Outfit, was ich anhab, nur in Blau. Oh Gott, sind die manche Leute klein. Hä, hey, wo krieg ich diese... Nein! Wo krieg ich diese Klamotten in Blau her? Interessant, wie viele Outfits es noch gibt, ne? Hm. Ja gut, Silberkralle, dann schießt los, da Quen anscheinend nirgendwo zu sehen ist. Ich habe gute Neuigkeiten, meine Freundin. Oberinspektor Ranbik und das Eisenrad werden Yus Fluch bald verlassen. Und jetzt die schlechte Nachricht. Syra wird nach Tarnet geschickt, wo man ihr für den Überfall auf das Altanobia-Grabmal den Prozess machen wird. Ja, das ist natürlich schade, aber hey, es gibt immerhin einen regulären Prozess, ne? Also, bis jetzt hat das Eisenrad die Geschichte mal ziemlich schnell selber beendet. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass wir nach Tarnet könnten, oder? Das ist an sich, wenn du so eine Stadt richtig groß modellieren würdest, für ein MMO natürlich total unpassend. Aber wenn ESO ein Singleplayer-Spiel wäre sowas wie Tarnet ein eigenes DLC, ne? Also wenn du die Städte richtig groß machen würdest. Und das wäre auch ziemlich cool, ne? Weil es also zumindest so, wie ich es mir gerade vorstelle. Weil das ist halt in sagen wir, du würdest ein Skyrim haben, da rennst du ja immer in den Städten rum. Denn wenn du denn nach Tarnet kommst, wäre ein kompletter Szenenwechsel. Und du hättest auf einmal anstatt diese großen offenen Steppen, hättest du halt eine Stadt, was ein komplett anderes Spiel ausmacht. Was wiederum dazu führt, dass die Engine von Skyrim dafür überhaupt nicht geeignet ist. Aber egal, und die von ESO erst recht nicht. Aber trotzdem, so eine richtig große Stadt, das wäre schon was. Auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, dass in Orsinium gab es eine große Stadt und das war zum Kotzen, wenn du so durchgekommen bist. Und alles irgendwie doof, weil ich mich anders verlaufen habe. Na gut, und wo hält sie fest? Wahrscheinlich immer noch in der Festung Zitadelle von Noshira, oder nicht? Irgendwo in der Zitadelle von Noshira. Die Vorbereitungen des Eisenrads auf die Abreise sorgen für eine Menge Durcheinander. Es gibt keine bessere Gelegenheit, um sich unter ihre Reihen zu mischen. Aber ich bin nicht Teil eurer Gilde. Ihr wisst natürlich am besten, was zu tun ist. Ja, natürlich. Ich werde diese Information gut zu wissen nutzen. In der Tat weiß ich das. Oh, sieht die Diebeskill, um Syra zu retten? Jetzt muss ich die Leute hier organisieren? Wo Syra ist? Werden wir sie retten? Was meint ihr mit wir? Ich bin im Ruhestand. Syra würde das Gleiche für jeden von uns tun, selbst für euch, Velsa. Was wir tun können, ist unsere amtierende Gildenmeisterin anhören. Wie lautet nun der Plan? Ja, also ich habe ja ganz tolle Ideen, ne? Muss ich gucken, ne? Velsa? Ich kenne diesen Blick. Das ist euer, gleich sagt ihr Velsa, dass sie etwas tun soll, Blick. Warum will keiner von euch glauben, dass ich im Ruhestand bin? Ich könnte es mal ganz langsam sagen. Im Ruhestand. Ist es diesmal hängen geblieben? Nicht wirklich. Und das hat vor allem die letzten 20 Male auch nicht funktioniert. Also, ja, wir müssen sie retten. Ich bin nur in das Aldanobia-Grabmal gereist, weil mich eine Vorgeschichte mit den Leuten verbindet, die dort gestorben sind. Aber im Hauptquartier des Eisenrads herumzustöbern? Purer Wahnsinn. Ich bräuchte schon einen phänomenal guten Grund, um mein Leben für das von Syra aufs Spiel zu setzen. Habe ich phänomenal gute Gründe? Ich fürchte fast das nicht, ne? Ich habe euch geholfen, Ahnen nach Hause zu bringen. Helft mir, das Gleiche für Syra zu tun. Ach, jetzt kann ich, jetzt habe ich die Argumente. Jetzt, weil ich die ganzen, gut, dass ich die Nebenquest vorher gemacht habe. Jetzt kann ich meine ganzen Leute überzeugen, weil ich das, haha. Das ist wahr. Und ich bin dankbar dafür. Aber Syra zu retten ist eine große Sache. Ich tue es unter einer Bedingung. Versprecht mir, Narani zu helfen, sollte sie jemals Hilfe brauchen. Ich will, dass ihre letzten Jahre frei von jenem Schmerz sind, den sie in der Vergangenheit schon so sehr gelitten hat. Ich verspreche es. Nun, wegen der Zelle von... gut, dass ich die ganze Begleiterquest gemacht habe. Ach, ist das großartig, dass es jetzt endlich zusammenkommt. Ach, schön. Ja, wegen der Zitadelle.
Ich werde ein paar Stinkäpfel gegen das Haupttor schmeißen, um das Eisenrad dorthin zu locken. Diese Ablenkung dürfte es leichter für euch machen, an einem anderen Ort hineinzugelangen. Was? Ihr seid übergangsweise Syra? Meint ihr, dass ich mir von ihr jemals was habe sagen lassen? Nicht wirklich. Gut zu wissen. Okay, gut, das war ja angenehm. Gut, dass ich für meine ganzen Gefährten auch Quests gemacht habe. Also hätte ich jetzt die Gelegenheit, die ganzen Nebenquests nochmal schnell zu machen, auf die Schnelle? Ihr solltet diese Angelegenheit mit eurer Gilde besprechen. Das geht mich im Grunde doch gar nichts an. Auch wenn ich mich gleich hier drüben hinstellen werde, um so zu tun, als läge der Fall anders. Es ist so aufregend, was ihr alle treibt. Und der ist natürlich nur ein bescheidener Stoffhändler, nicht wahr? Ja, wirst du mitkommen? Bedauerlicherweise bin ich nur ein einfacher Händler. Ich kann zwar Informationen bieten, aber die Händlerfürsten dürfen nicht glauben, dass ich mit der Gilde unter einer Decke stecke. Ja gut, der ist tatsächlich ganz schön der Informationshändler, ne? Das ist ein Shadow Broker. Was hat das zu bedeuten? Eine Redewendung. So wie Hand in Huf gehen, wenn ihr versteht. Augenblick. Da stimmt was nicht. Hört zu. Früher fürchteten die Handelsfürsten die Diebesgilde. Wenn ich als Teil von euch gesehen werde, könnten sie versuchen, mir mehr als nur ein Lagerhaus zu nehmen. Ja. Und dir ist klar, dass wir dann vielleicht nicht physisch in der Diebesgilde mit dir reden sollten. Das, ich meine, so als guter Handelsfürst hast du doch bestimmt den einen oder anderen Spion auf dem Feld, oder nicht? Okay, woher weißt du das überhaupt mit der ganzen Abreise? Wie nur allzu oft geht es hier ums Essen. In Yus Fluch wächst kaum etwas. Deshalb muss der Proviant eigens hergeschafft werden. Das Eisenrad führte seine eigenen Vorräte ein, aber die Lieferungen haben aufgehört. Also müssen sie vorhaben, von hier aufzubrechen. Kein Essen mehr, kein Eisenrad mehr. Das klingt überraschend logisch und gefällt mir als Erklärung sehr gut. Na gut, und die Pläne? Hier geht es ums Trinken. Als die Vorräte des Eisenrads knapp wurden, wurden manche unter ihnen unruhig. Es könnte sein, dass sie heimlich örtliche Tavernen aufgesucht haben. Und vielleicht habe ich ihnen dort ein paar Runden ausgegeben, um genau so etwas zu erfahren. Dafür bedarf es aber keiner Entschädigung. Das versichere ich euch. Ich hätte das Eisenrad eigentlich für disziplinierter gehalten. Vor allen Dingen, weil Oberinspektor Ranbik ja doch schon ziemlich steif ist, so in allen Grumm und Dran, in seiner Haltung, ne? Also der Typ könnte quasi ein Stock sein. Aber zumindest könnte man ein gutes Baumaterial so als Querbalken fürs Dach verwenden. So, Quen, kommst du mit? Ich weiß, es wird nicht leicht werden, Syra zurückzuholen. Doch ich bin dazu bereit. Ein Wort genügt. Oh, ich muss sie gar nicht überzeugen. Menno, wofür habe ich deine Begleiterquest gemacht? Was weißt du über die Zitadelle? Viele bröckelnde Mauern. Ich kann den besten Zugang auskundschaften und herausfinden, ob das Eisenrad irgendetwas unverteidigt gelassen hat. Sie werden mich gar nicht bemerken. Niemand schaut nach oben. Außer vielleicht das Eisenrad, die andauernd damit rechnen, dass irgendwelche Leute versuchen, ihre Bude zu infiltrieren. Na gut, dann erkunde doch schon mal die Zitadelle und wehe, du stirbst. Lasst mich mal eure Karte sehen. Dieser Ort liegt kurz vor der Zitadelle von Noshira. Ich treffe euch dort, sobald ich einen Weg hineingefunden habe. Sehen wir uns dort, Partnerin? Aber sicher doch. Ja, wir sehen uns da. Hat sie noch was zu sagen? Ich will sie nochmal. Ich weiß, es wird nicht leicht werden, Syra zurückzuholen. Okay, sie sagt das gleich nochmal. Sagt sie nochmal das gleiche? Ich kenne diesen Blick. Okay, gut. So. Schleicht leise sollte er eigentlich auch voll motiviert sein, oder? Wenn wir in die Zitadelle von Noshira gehen, kann ich helfen. Das Eisenrad erkennt jeden, der sich bei ihm einschleichen will. Es liegt nicht nur an der Uniform, es sind auch ihre Verhaltensweisen und die Regeln, an die sie sich halten. Das gehört alles zu ihrer Ausbildung. Ja, aber sollten die da nicht ein Handbuch von haben? Also mittlerweile sollte das doch mal durchgesickert sein, oder? Weil ich meine, das muss ja irgendwo kodifiziert sein. Und kodifiziert heißt aufgeschrieben. Also das, ja, naja, gut. Wie meinst du das? Sie rotieren ihre Soldaten alle paar Monate zwischen ihren Standorten. Das hindert sie daran, sich zu sehr an einen Ort zu gewöhnen. Sie sehen andauernd neue Gesichter und deshalb wurden sie darauf ausgebildet, auf ganz bestimmte Verhaltensweisen zu achten. Aber eben diese habe ich auch zu erkennen gelernt und nachzuahmen. Wie viel Agunia haben wir bis jetzt in ihren Reihen gesehen? Vom Eisenrad? Das ist. Also jetzt mal von den offensichtlichen Spezizismus abgesehen, ist es in der Edderskreuzwelt tatsächlich ziemlich unpraktisch, oder? Wenn du halt irgendwie so Agunia und Khajiit bei hast. Oder von mir ist auch andere Menschen. Oder andere mehr. Weil, stell dir mal vor, du bist halt irgendwie eine rotwardonische
Söldnerkompanie. Und dann hast du Rüstung für Rotwardon erstmal am Anfang. Jetzt rekrutierst du aber, weil du halt Söldner bist, rekrutierst, ist in der Nation ja egal, und du rekrutierst halt Leute von überall her. Dann hast du Orks, die unfassbar breit gebaut sind. Dann hast du Argonia, die so einen dicken, breiten Schwanz haben. Dann hast du Khajiit, die so einen katzenartigen Schwanz haben, der doch relativ dünn ist, aber trotzdem brauchst du dafür Klamotten, die dazu irgendwie passen. Weil du kannst ja nicht einfach nur ein Loch reinschneiden. Das muss ja schon irgendwie, das reibt ja sonst, ne? Das ist generell so ein Problem, so eine Hose mit, wenn du einen Schwanz hast. Weil das ist ja nicht so, dass die Hose steht, das bewegt sich ja halt, ne? Das heißt, du müsstest das ja irgendwie schneiden. Das ist ja schon kompliziert, oder? Oder packst du den mit ein? Oder hast du da so einen Anführstutzen? Ich meine, die Spiele thematisieren das nicht wirklich. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich könnte das hier auch umbenennen. Das ist hier der Elder Scrolls Modetalk. So viel wie ich über Klamotten rede im Spiel. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall total unpraktisch. Also wäre es für dich als Söldner, ich sag mal Kompanie sagen, aber eigentlich ist es ja eher eine Armee, ne? Nicht nur eine Kompanie. Also als Söldnerarmee wäre es für dich eigentlich logisch, einen gewissen Spezizismus an den Tag zu legen. Das geht ja auch noch weiter, also von der Schwanzproblematik mal abgesehen, da hast du, wie gesagt, die Orks sind recht breit, dann hast du zum Beispiel Waldelfen, die sind ziemlich klein, dann hast du diese lächerlich großen Hochelfen und wenn dein typischer Rotwardon irgendwie 1,80 groß ist, dann hast du da zigtausend Hochelfen bei, die alle 1,90 im Durchschnitt sind und ich meine, du musst ja irgendwo deine Uniform und Ausrüstung auch in Auftrag geben, ne? Die kommen ja nicht selber mit den Zeugen. Du willst ja schon irgendwie uniform erscheinen und halt einheitliche Ausrüstung haben, weil das ja von Wartungen in Stadtsetzung ganz praktisch, wenn du, ich meine, so Sachen gehen auf jeden Fall kaputt. Und wenn du da so Ersatzteile brauchst zum Rüstungsreparieren, hast du deinen Rüstungsmacher, beziehungsweise deinen Typen in der, ich würde gerade Asservatenkammer sagen, aber das ist das falsche Wort. Im Magazin? Nee, Magazin ist eher mit Büchern, ne? Auf jeden Fall der Typ, der halt dein Zeug wart, um es mal kurz zu fassen, der auf den Scheiß aufpassen muss. Der kümmert sich auch um die Instandhaltung. Glaube ich zumindest. Und wenn du da halt zigtausend andere Sachen hast, ist ja doof. Also brauchst du einen gewissen Standard. Und wenn du anfängst, Sachen zu standardisieren und dann 2 Millionen Abweichungen hast, hast du keinen Standard. Ist also alles Mist. Also auf jeden Fall hat sich jetzt das Verhalten gemerkt. Das ist ja schön. Ich brauche nur noch eine Uniform. Die ändern sie auch in kleinen Einzelheiten hier und da. Wir brauchen eine, in die auch mein Schwanz passt. Ja. Oh, und bring das Tagebuch mit, das wir im Aldanobia-Grab mal verwendet haben. Ich habe da eine Idee, aber bis wir wissen, wo wir hineingelangen, möchte ich sie noch nicht teilen. Was? Achso, es hängt bestimmt davon ab, welche Begleiter du bei hast. Ja, gut, ich bringe dir bestimmt mal das Tagebuch. Wir besorgen euch eine Eisen und dann, soweit wir dort ankommen. Ja klar, wir hauen einfach den erstbesten Typen um. Den wird doch niemand vermissen. Weil natürlich, das ist die Bude, die extra andauernd ihre Uniform verändert, was total hohl ist, das würde niemand machen. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, das Real-Life-Beispiel, Bundeswehrsoldaten, kennt jeder vom Bahnhof. Du kriegst ja, kannst ja umsonst fahren, wenn du in Uniform fährst. Ich glaube, das ist der aktuelle Stand, ne? Auf jeden Fall siehst du da, die Uniformen sind meistens, das ist normalerweise, also Kinder fährt im großen Diener oder im kleinen Diener auch nicht, was ja irgendwie die Paradegeschichten sind, macht ja Kinder, also die fahren ja alle in Tarnfleck. So, die Tarnfleck-Geschichten sehen meistens gleich aus, aber auch nicht immer. Wo ich 2009 beim Bund war, hatte zum Beispiel irgendein Oberfeldwebel, der hatte noch das gleiche Muster, aber seine Klamotten hatten so einen leichten anderen Gelbton. Weil das war irgendwie der Tarnfleck für irgendwie Südeuropa war das. Da gibt es nämlich unterschiedliche Farben. Also das ist wahrscheinlich total Quatsch, ich weiß nicht, was das war. Das hat auf jeden Fall so einen Gelb-Orange-Stich. Das war heller als das, was wir alle anderen hatten, was eher so dunkelgrün war. Und da gibt es noch mehr Unterschiede. Ich glaube, ich habe noch nie irgendeinen Bundeswehrsoldaten im Zug mit den Wüstentarn gesehen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so relevant. Aber auf jeden Fall, was du halt siehst, dass die Leute Rucksäcke haben. In unterschiedlichen Farben. Weil die gibt es natürlich auch in verschiedenen Tarnformen. Und es gibt sogar eine Wintervariante. Da habe ich auch noch nie, glaube ich, in echt gesehen, aber die gibt auf jeden Fall hin. So, es ist für die Bundeswehr also quasi absolut unmöglich, allen Leuten immer konsistent Sachen zu haben. Das ist eine moderne Armee, wo eine Industrie dahinter steht und eigentlich die ganze Welt als Handelskette. Und eigentlich auch Geld, obwohl vielleicht bei der Bundeswehr nicht ist, Geld vielleicht nicht unbedingt das, was nicht da ist. Aber trotzdem, da ist jede Menge Cash da. Und sie schaffen es sich zu verändern. Das Eisenrad will mir erzählen, dass sie schaffen, über ihre gesamte Organisation hinweg die Uniform gleich zu halten, regelmäßig Updates einzuspielen und Verhaltensweisen, weil sie so einen tollen Rotationsding haben. Das wirkt mir schon ein bisschen unwahrscheinlich. Nun, okay, ja, ich bring dir bestimmt das und deine Uniform finden wir auch. Weil das natürlich, was ich eigentlich sagen wollte, dass Eisenrad natürlich nicht irgendwie genau darauf achtet, dass welche Person wo ist und die halt darüber nicht Buch führen, nachdem die ja vorher bisher so überkorrekt waren. Achso, das war schon alles. Nehmt die Beweise für Nikolas Verrat. Warum will ich die unbedingt... Hat Quen noch was zu sagen jetzt? Die Gilde hat so... Geben, was ich jetzt auch zurückgeben will. Ja, ist schön. Hat sie noch wer? In Ordnung, ich gebe es zu. Ihr seid womöglich nicht ganz unfähig. Das ist allerdings nur eine vorläufige Einschätzung. Aber lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Ja, danke, aber auch... Wo ist denn die Silberkralle? Ach, da steht er.
Ihr solltet diese Angelegenheit mit eurer Gilde besprechen. Das geht mich im Grunde doch gar nichts an. Auch wenn ich mich gleich hier drüben hinstellen werde, um so zu tun, als läge der Fall anders. Es ist so auf... Ja, das ist in der Tat. Fürst Valavius Hochzeitseinladung? Die hatte ich doch gar nicht gelesen. Na, cool, dass man die nochmal findet. Ihr in eure Begleitung seid herzlich eingeladen in ihr Gelübde von bla 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 bla. Okay, gut, das haben wir das. Beweise für Nikolaus Verrat. Haben wir noch was Schönes? Ich dachte, das gewesen Schädel. Ne, wir haben nur das da. Kann ich das nochmal lesen? So, trifft Quinn von der Zelle von der Zelle von Notschira. Ach, schön. Die Gilde hat so viel für mich. Oh, ist das. Ach, guck mal, das ist wieder die Slutty-Diebes-Gilden-Uniform. Sieht halt wirklich so aus. Ich meine, wenn sie jetzt nicht so untertexturiert wäre. Von Narrenprinzessin. Das ist kein Titel, den ich tragen würde. Wirklich, das sieht halt wirklich aus wie die kürzere Form von meinen Klamotten. Und die Schuhe sind ganz so schrecklich. Ich weiß nicht, irgendwie meine Klamotten sehen halt irgendwie realistischer aus, ne? So. Realismus ist natürlich mal relativ nicht wahr, aber wer ist schon mal die meine? Ja, so. Auf zur Zitadelle von Noshira, wo wir dann Quen treffen werden. Und dann machen wir weiter. Man merkt übrigens, dass ich gerade die Zeit gern schon gestreckt habe, ne? mit diversen Drogen. Womit das tatsächlich aufregt. Das, wenn mir irgendjemand zuhören würde, würde ich auch Podcasts machen. Ich wüsste zwar nicht über was. Und allein ist, glaube ich, immer sowas recht schlecht, aber. Was habe ich jetzt schon wieder für Nachrichten? Achso, das Spiel möchte mich darauf hinweisen, dass ich immer noch ESO Plus habe bis zum 3 Tagen anscheinend. So, na gut, reiten wir los. Wir reiten aus, sattelt die Hühner. Ich könnte natürlich auch einfach schnell dingsen, ne? Aber ich. Es irritiert mich ein bisschen, dass hier auf der Karte tatsächlich nochmal eine Quest angezeigt wird. Kuchenhunger. Ich habe keine Ahnung, was Kuchenhunger bitte schon für eine Quest ist. Aber sie liegt da einfach da. Und ich habe sie auch noch nicht gefunden, aber... Ja gut. Aber hey, jetzt können wir auf jeden Fall endlich das Dokument lesen, von dem ich vorher schon von der Karte erfahren habe, dass das geben wird. Was nämlich aussagt, dass Sarah verlegt wird. Na, Tarnet wahrscheinlich. Ich habe ja ganz schnell weggeguckt, aber es ist ärgerlich, dass ich so schnell lesen kann. Ich bin da so gut im Lesen. Ich muss halt Sachen irgendwie nur eine Sekunde anstarren und ich weiß halt sofort, was steht und habe das wahrgenommen. Aber noch schon mal, ich gucke das an, habe das noch gar nicht aktiv gelesen, aber ich habe es halt schon gesehen und lese es dann. Und dann weißt du halt Bescheid. Wo genau ist Quen eigentlich jetzt? Da oben? Na, wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab ja ein bisschen Angst, dass meinen geliebten Charakteren irgendwas passiert. Weil damals, wo ich damals in Folge 645 aufgehört habe, die Liebeskill zu spielen, ist ja wirklich nichts passiert bis dahin eigentlich. Und... Ach guck mal, sie steht da einfach nur so da in der Ecke. Und da war das dann halt, da ist das nie mir noch nicht so ans Herz gewachsen. Und jetzt, mich, dass sie am Ende alle sterben. Also nur für den Schock. Egal, ja, das werden wir alles beim nächsten Mal erfahren, in der nächsten Sitzung. Macht's gut, bis dahin. Ciao.